Ich muss euch was sagen. Ich hab's getan. Ich, systemscharf, der immer die Querdenker kritisiert, ich habe ein Rechtsmittel eingelegt gegen eine Corona-Maßnahme. Ich habe eine Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht mit einem Eilantrag und ich war erfolgreich. Ich habe eine einstweilige Anordnung erhalten im Beschlussverfahren gegen eine Quarantäneanordnung. Sind das nicht eigenartige Zeiten in dieser Diskussion? Kann man nur für Corona oder gegen Corona sein? Muss man, wenn man Verständnis dafür hat, dass es Maßnahmen gibt, alle gutheißen oder alle verteufeln? Ich glaube, wir brauchen schlauere Maßnahmen. Es ist berechtigt, einzelne Maßnahmen zu kritisieren, ohne deswegen ein Corona-Leugner zu sein. Und vielleicht gibt es auch bei den Leuten, die mit Querdenken demonstrieren oder sympathisieren, einige, die nicht den Virus an sich leugnen, sondern nur einzelne Entscheidungen daraus nicht nachvollziehen können. Und das muss erlaubt sein. Es muss möglich sein, bessere Vorschläge zu machen. Aber dabei hilft es nicht, auf der einen oder auf der anderen Seite, wenn wir dem anderen jeweils Vernunft oder Respekt vor dem Leben aberkennen. Hier ging es um Quarantänemaßnahmen von Schülern, weil die bayerische Praxis eben vorsah, dass jeder Schüler immer sofort in eine 14-tägige Quarantäne geschickt wird, wenn irgendwo in der Klasse ein positiver Fall aufkam, ohne Rücksicht darauf, ob der Schüler überhaupt da war, ob man sich gesehen hat, ob man weit oder eng miteinander zusammensaß, ob gelüftet wurde, ob Masken getragen wurde. Und das führte zu einigermaßen Frustration auch bei den Schülern. Gut, frustriert sind viele, aber nachvollziehbar war das zumindest nicht nach den Kriterien des RKI, welches genau vorgesehen hat, wann ist man Kontaktperson ersten Grades und wann nicht. Wann kann man sogar runtergestuft werden von der ersten auf die zweiten Kategorie, nämlich wenn man Masken trägt. Denn das Maskentragen hat ja einen Nutzen. Selbst wenn man nicht daran glaubt, dass es vor Krankheiten schützt, würde es davor schützen, in Quarantäne zu müssen. Und diese Regeln wurden allerdings in Bayern in den Schulen nicht angewandt, weil die Gesundheitsämter im Grunde genommen ohne Einzelfallprüfung kategorisch auf Anweisung oder warum auch immer, immer die Quarantäne, und zwar häusliche Quarantäne, angeordnet hat. Das Verwaltungsgericht Würzburg hat in diesem Beschluss nun gesagt, dass zwar die Schule trotzdem in Distanzunterricht wechselt, nun gut, aber der Schüler sich nicht zu Hause isolieren muss, also er darf trotzdem jetzt nach draußen gehen und joggen oder Fahrrad fahren oder sich auch mit anderen Schülern treffen, insbesondere im Anbetracht der Tatsache, dass er jetzt schon zweimal getestet worden ist, negativ und keine Symptome hat, also kein erhöhter Verdacht dafür besteht, dass er tatsächlich infiziert war.